Schlaf ist das Schönste auf der Welt. Deshalb haben wir heute ein paar Tipps für euch, wie ihr das Ganze noch besser gestalten könnt. 8 Stunden Schlaf pro Nacht sollten es schon sein, stimmt nicht. Jeder hat seinen eigenen Schlafrhythmus. Einigen Menschen reichen auch nur 5 Stunden, während andere vielleicht sogar 10 Stunden Schlaf täglich brauchen. Wenn du dich trotz 5 Stunden Schlaf fit und ausgeruht fühlst, dann mach dir keine Sorgen. Die Temperatur im Schlafzimmer sollte zwischen 16 und 20 Grad Celsius liegen. Eine zu niedrige Temperatur führt nur dazu, dass man friert. Wichtig ist eine ausreichende Menge an Sauerstoff, daher solltest du lieber vor dem Schlafengehen 15 Minuten stoßlüften, als die ganze Nacht das Fenster offen zu haben. Logischerweise solltest du abends keine stimulierenden Getränke wie Cola oder Kaffee trinken. Auch Alkohol ist nicht empfehlenswert. Dieser kann zwar das Einschlafen beschleunigen, führt aber meist dazu, dass der Schlaf in der zweiten Nachthälfte unruhig wird oder man gar nicht mehr schlafen kann. Besser sind Kräutertees mit beruhigender Wirkung oder das berühmte Glas warme Milch mit Honig. Die letzte Mahlzeit des Tages sollte 3 bis 4 Stunden vor dem Einschlafen eingenommen werden. Falls man abends noch hungrig wird, sollte man nur leicht verdauliche Sachen zu sich nehmen. Ansonsten ist der Körper mit der Verdauung beschäftigt und man wird nicht zur Ruhe kommen. Wenn du eine Nacht schlecht geschlafen hast, dann versuche nicht krampfhaft, diesen Schlaf wieder nachzuholen. Das funktioniert nicht und bringt im schlimmsten Fall sogar deinen Schlafrhythmus durcheinander. Mach dir keinen Kopf und schlaf einfach in der nächsten Nacht ganz normal. Leute, die jeden Tag zur gleichen Zeit ins Bett gehen und zur gleichen Zeit wieder aufstehen, haben den erholsamsten Schlaf. Daher wäre es sogar ratsam, am Wochenende früh aufzustehen, um deinen Rhythmus zu halten. Aber das macht natürlich niemand. Dafür ist Ausschlafen viel zu geil. Was ist das Letzte, das du abends im Bett machst? Dubstep hören? Horrorfilme gucken? Eine Nase Koks ziehen? Keine wirklich gute Idee. Du solltest schon 1 bis 2 Stunden vor dem Zu-Bett-Gehen etwas Entspannendes machen, wie zum Beispiel ein Buch lesen, Yoga, autogenes Training oder beten. Wenn du vor dem Schlafengehen aufregende oder belastende Dinge tust, dann sabotierst du quasi deinen eigenen Schlaf. Abends im Bett kommt man oft ins Grübeln. Was ist am Tag passiert? Was muss ich morgen noch erledigen? Dagegen legt ihr euch am besten Zettel und Stift neben euer Bett und schreibt die Gedanken einfach auf. So habt ihr die Dinge nicht mehr im Kopf und könnt besser entspannen. Falls du das Schreiben mit der Hand schon verlernt hast, kannst du auch Notizen in dein Smartphone einspeichern oder die Diktierfunktion nutzen. Stress ist ein häufiger Grund für Schlaflosigkeit. Versuche dir täglich etwas Freiraum zum Entspannen zu schaffen, vor allem direkt vor dem Schlafengehen. Das wird deine Schlafqualität verbessern. Licht macht wach, denn es signalisiert dem Körper, dass es Tag ist und spendet Energie. Da auch Bildschirme Licht abgeben, solltest du abends dein Smartphone meiden und auch kein Fernsehen oder YouTube zum Einschlafen gucken. Da du das aber natürlich trotzdem machst oder vielleicht sogar gerade dieses Video zum Einschlafen guckst, noch ein Tipp. Lade dir für deinen Rechner oder dein Smartphone ein Programm runter, das die Helligkeit und Farbtemperatur des Lichts anpasst, das dein Bildschirm imitiert. Rotes Licht ist weniger schädlich als blaues Licht. Selbst kleinste Leuchten von Ladegeräten oder so können deinen Schlaf beeinflussen. Am besten solltest du in deinem Schlafzimmer nur ein Bett und einen Kleiderschrank haben. Wenn dein Schreibtisch auch noch in deinem Schlafzimmer steht, dann wirst du natürlich deinen Arbeitsstress nachts nicht hinter dir lassen können. Es kann auch einen negativen Einfluss haben, wenn du zu viel im Bett machst. Wenn du dort deine Hausaufgaben machst, isst und YouTube-Videos guckst, dann verbindet dein Hirn dein Bett nicht mit Ruhe, sondern mit Anstrengung und du wirst unterbewusst schlecht zur Ruhe kommen. Du solltest in deiner Wohnung Orte, an denen du arbeitest und Orte, an denen du ruhst, möglichst klar trennen. Wenn du abends nicht einschlafen kannst, dann denke aktiv an etwas Beruhigendes oder führe ermüdende Tätigkeiten aus. Sowas wie Schäfchen zählen oder das 1x1 aufsagen oder andere Sachen. Wenn man mehrere Nächte hintereinander schlecht geschlafen hat, dann kann es passieren, dass man abends Panik hat, wieder nicht einschlafen zu können. Aber hab keine Angst, dass du nie wieder einschlafen wirst. Beruhig dich und schon bald wirst du in einem Albtraum von Einhörnern vergewaltigt. Wenn du Probleme hast, dich zu konzentrieren, dann guck dir mal unsere Tipps für eine bessere Konzentration an. Ich bin Kim und ich wünsche euch eine angenehme Nacht.